Ja, willkommen. Ich bin ja der Exot heute mit dem großen blauen Balken, habe ich gesehen. Der Balken ist sehr groß geworden. Ich möchte Ihnen heute die Kata etwas näher bringen aus dem Bereich der Kampfkunst, Kampfsportart. Wie es schon gesagt wurde, ich praktiziere jetzt die Kata auf der sportlichen Ebene seit etwas über 30 Jahren. Habe als Weißgurt angefangen, wie die Schritte so sind im Karate, da komme ich gleich mal zu, was dahinter steckt. Und ich habe in meinem beruflichen Leben, ich bin in einer Geschäftsleitung einer Unternehmensgruppe, der Neuner Unternehmensgruppe. Hier sind auch viele Kunden von uns, auch willkommen. Danke, dass Sie mir auch zuhören. Und im Rahmen meines täglichen Geschäfts und meines Sports habe ich doch gesehen, dass da eine ganze Reihe an Analogien sind, die man auch ganz gut nutzen und verwerten kann. Sich auch mal zurücknehmen, mal durchatmen, wenn es mal schwierig wird, mal drüber schlafen und dann am nächsten Tag geht es weiter. Ja, Analogien. Auf der einen Seite steht Karate-Do. Da springen wir jetzt mal drüber weg, alles schon gesagt worden. Ich möchte Sie einmal einführen, ganz kurz in Karate-Do, dann in Kata, dann in den Bereich Embusen. Was ist Embusen? Dann Ki-Karate, vom Schüler zum Lehrer, Yukure nennen wir das Ganze. Das hat auch einen Aspekt, in dem, wovon wir eigentlich schon den ganzen Tag geredet haben, wo auch Mike von gesprochen hat und andere, und wo ich gestern Abend auch am Tisch gesessen habe, beim Gläschen Rotwein, da sind wir auch zugekommen. Dann gibt es auch die Managementprozesse und die Kata-Analyse, PDCA und so weiter, da kommen wir mal zu. Und ich habe ganz zum Schluss mal so eine Grafik gemacht und die beiden Sachen mal gegenübergestellt. Kampfkunst und Management, und danach komme ich zu einer entsprechenden Zusammenfassung. Karate, das heißt der Weg der leeren Hand. Man hat keine Waffen. Früher wurden den Samurais die Waffen weggenommen, die Schwerter, und dann mussten sie sich mit Händen und Füßen und mit dem Kopf und alles, was so geht, wehren. Dementsprechend, Do ist der Weg. Man geht einen Weg im Karate. Die leere Hand ist die Waffe. Und woraus besteht Karate eigentlich? Karate ist Kihon, Kumite und Kata. Und die Grundtechniken, Stand in den Techniken, die Techniken im Vorwärtsgehen, die Bewegung in den Techniken, der Ablauf, der Prozess und so weiter, all diese Dinge gilt es zu vereinen. Dann gibt es die Partnerformen im Karate, die Selbstverteidigungsformen. Da geht es dann auch mal zur Sache. Kann eine Kata wehtun? Ja, das kann passieren. Und dann gibt es noch die Selbstverteidigung. Aber ganz elementar ist Kata. Eigentlich müsste Kata nicht hier stehen, an der Seite, sondern in der Mitte. Weil alle Techniken, die im Karate vereint sind, kommen eigentlich aus der Kata. Die Selbstverteidigungsformen sind aus den Katas rausgenommen worden. Das sind eigentlich nur kurze Sequenzen, die dauern einen Bruchteil einer Sekunde, und dann muss das Thema eigentlich mit einem Angreifer erledigt sein. Vielleicht können wir ganz zum Schluss, die halbe Stunde sollte reichen, dann nehmen wir mal einen aus dem Publikum und dann schauen wir mal. Kata gibt es auch in anderen Kampfkünsten. Die gibt es in Aikido, die gibt es im Judo, der sanfte Weg. Ich habe ja gestern Abend gelernt, wir haben auch einen Judoka hier dementsprechend. Meine Stilrichtung heißt Goju-Ryu, hart, weich, harte, weiche Schule. Go heißt hart, Ju heißt weich, Ryu heißt Schule. Und wir haben auch Elemente vom Judo mit drin im Rahmen der Selbstverteidigung. Und natürlich im Karate. Was ist Kata im japanischen Sinne? Das ist eine Übungsform, wo man gegen imaginäre Gegner gegen anläuft, man in der Runde in der Luft schlägt, aber in der Realität ist der Luftschlag eine Geschwindigkeit eines Schlages mit dem dreifachen, mit der dreifachen Impuls des Körpergewichts mit einer Schlagkraft von bis zu 100 km/h. Wenn die trifft, dann ist der Impuls auch da, auf den Punkt. Und die Anwendung aller Techniken bei einem Partner nachher, das ist die Bunkai-Form, das bezeichnet man als Bunkai. Und das kann auch mal wehtun. Aber wehtun in Anführungsstrichen, weil man im Karate sehr kontrolliert ist. Also im Karate ist es so, der Verletzungsgrad ist wesentlich geringer als bei anderen Sportarten, weil man sich richtig darauf vorbereitet und ganz genau das durchtrainiert. Später auch im Kumite oder in den anderen, auch in der Kata in der Anwendung ist es so, Sie müssen, auch wenn der andere sich bewegt, nach langen Training, jahrelangen Training, das geht nicht von heute auf morgen, da müssen Sie auch einen Millimeter vor der Nase den Schlag abstoppen, wenn der andere sich bewegt, um den nicht zu verletzen. Und das geht auch. Kata dient dazu, geistig und physische Stärken zu entwickeln. Das habe ich, wenn ich das übertrage auf mein Berufsleben, durchatmen, zurücklehnen,
Ich hatte vor 2 Tagen ein sehr anstrengendes Gespräch im Geschäftsleben. Auf der anderen Seite die Person, das war eine nette Dame mittleren Alters, hat mich etwas gereizt und dann habe ich gedacht, klappen den Laptop mal zusammen, wir gehen noch mal nach Hause. Und am nächsten Tag haben wir wieder ordentlich miteinander geredet. Aber man muss sich auch Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, das ist eine ganz elementare Sache im Karate. Karate ist kein Angriffssport, Karate ist Verteidigungssport. Und im Grunde genommen ist Karate eine Philosophie. Durch die Lehre der verschiedenen Kata, Kata sind Abläufe, ich komme gleich mal dazu, was Kata im genaueren Sinne ist, wir sehen noch gleich ein paar Formen. Man geht im Grunde genommen einen Weg. Wir haben hier den weißen Gürtel, habe ich auch mal angefangen vor ein paar Jahren. Und dann geht man hier auf entsprechende Podeste, man geht einen Weg. Der Weg ist aber nicht gerade, der ist querbeet. Man lernt auf jeder Plattform lernt man eine Kata, einen Ablauf, eine Routine mit den ganzen verschiedenen Techniken da drin. Und man geht im Grunde genommen einen Weg und durchläuft einen Prozess. Jede Stufe ist auf der einen Seite die Prüfung eines Gürtelgrades, aber auf der anderen Seite ist es auch eine weitere Erfahrung, die man weiter umsetzen kann. Und je höher man kommt, desto komplexer wird das auch. Jetzt sieht man da oben, das ist jetzt mein Gürtel, der ist schon ein bisschen angekratzt. Das zeigt aber auch, man hat hier den weißen, da hat man den schwarzen, der schwarze ist schon wieder ein bisschen weiß. Und wenn ich trainiere ja auch Kinder und Jugendliche und dann sagen die Eltern, kommen dann zu mir, ja, ich habe den Gürtel in die Waschmaschine gesteckt. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, nicht in die Waschmaschine stecken. Weil je öfter man den Gürtel knotet, desto schmutziger, desto dreckiger wird er und desto öfter sieht der Trainer, der trainiert und arbeitet hart an sich. Also der Schweiß bleibt im Gürtel hängen und nicht in die Waschmaschine stecken. Und wenn das so ein schwarzer Gürtel ist, wenn man den lange bindet und so weiter, dann zerfleddert der und dann wird er wieder weiß. Und dann hört das niemals auf. Und im Grunde genommen geht man nachher von ganz oben von dem Podest die Treppe wieder runter und dann kommt man zu sich selbst wieder zurück zum Ursprung und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das heißt, man wird niemals fertig. Das ist ein Stufenmodell. Man muss aber auch erkennen, was in der Kata enthalten ist. Da kommen wir nachher nochmal zu. Und es gibt 4 Hauptelemente in der Kata. Jedes Individuum, jeder Karateka ist anders. Jeder hat andere Prinzipien, hat andere Neigungen, verhält sich anders, ist eines groß, der andere ist klein. All das muss man wieder bewerkstelligen. Und das ist auch das Thema, wenn man im Management ist, jeder Mitarbeiter ist anders. Jeden Mitarbeiter muss man irgendwie anders nehmen, anders mit dem reden, anders aufnehmen. Embusen. Embusen sind im Grunde genommen, wir sprechen von den 8 Karate-Ecken, worauf man sich in einer Kata bewegt. Man geht nach vorne, man geht nach rechts, man geht nach links, man springt, man macht eine Rolle etc. pp. Das ist aber festgelegt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Da komme ich gleich mal zu. Und es gibt auch diese Embusen, ein paar japanische Begriffe jetzt, wo man genau auf den Punkt wieder zurückkommen muss. Muss man ja auch mal im Geschäftsleben auf den Punkt kommen. Ja, und dann auch auf den Punkt genau. Es gibt aber auch andere Kataformen, die etwas anderer Natur sind. Und ich zeige Ihnen auch gleich mal 2 unterschiedliche. Jetzt gibt es einmal Kata und es gibt Ki. Ki ist das japanische Wort, chinesisch heißt das Qi. Qi ist der Fluss, das ist die Energiequelle, das ist die Bewegung, die Geschwindigkeit, die Dynamik, die da rein muss. Techniken, Stände, Atmung, Körperspannung, auch Choreografie, wenn ich auf die Matte gehe, gehe ich dahin. Gehe ich in ein Geschäftsgespräch mit senkendem Kopf und habe ich vielleicht schon verloren. Ne? Wenn ich auf die Matte gehe, auf die Karate-Matte, mache einen Kumite-Kampf oder einen Kata-Kampf und so weiter, dann muss ich schon was darstellen. Da kann ich nicht draufgehen wie so ein räudiger Hund. Das funktioniert nicht und sieht auch nicht so gut aus. Und Ki heißt, alle dynamischen und statischen Abläufe müssen im Fluss sein. Ich brauche den richtigen Stand. Wenn ich ein Auto habe, habe aber keine Reifen drunter. Das ist das Gleiche beim Karate. Ich habe keinen guten Stand, dann kann ich oben keine richtige Technik machen. Dann kommt oben nichts an. Und wenn ich den Blick nicht habe, wenn ich das Auftreten nicht habe und mein Kopf ist gesenkt, dann habe ich nicht alles im Blickfeld. Ein Karateka guckt einen immer in die Augen. Der guckt niemals auf den Fuß und wartet darauf, dass der Gegner den Fuß zückt oder mit der Hand. Der guckt in die Augen und hat die Empfindung, der weiß dann, was passiert. Wir hatten das ja gestern Abend am Tisch, da wurde ich ja gefragt, was ist jetzt, wenn Sie mich schlagen oder wie wäre ich ab? Und dann habe ich gesagt, schlagen Sie mich doch, dann wollen wir mal. Ne? Also. Kata-Elemente. Wir haben einmal die Bunkai, das ist die Analyse, die Zerlegung der Kata im Ablauf. Dann haben wir, das macht man auch mit einem Partner, mit bis zu 3 Partnern. Da muss man sich auch auf die Partner einstellen. Das geht dann alles relativ schnell und man will den Partner ja auch nicht verletzen.
Dann haben wir Oyo, das ist die Anwendung, das ist die individuelle Interpretation eines Selbst. Das ist der Schüler, der Leistungsgrad, wie bringt er das rüber, wie kann er schon die Kata umsetzen. Und das ist auch der Weg, der Prozess. Man lernt die Kata auf der einen Seite, man muss die Techniken, Bewegungsstände auswendig lernen, auf der anderen Seite muss man aber sie anwenden können. Und das wird immer besser, je öfter man die Kata läuft. Also ich habe jetzt einige Katas tausende von Mal gelaufen auf Turnier oder ich bringe sie ja meinen Schülern bei, aber es ist immer nicht zu Ende, immer noch wieder etwas anders. Dann gibt es Henka, das ist die Variation, die Bewegungsabläufe, die beschreibt, wie der Ausführende die Kata präsentiert oder auch wie er sie sieht. Und wie man eine Kata sieht, kann auch ganz unterschiedlich sein, sowohl im Geschäftsleben als auch in der Kampfkunst. Und dann kommen wir zu Kakushi. Es ist Omote und es ist Okuden. Omote ist das, was man in der Kata sieht. Wenn einer mich angreift, dann nehme ich den Arm raus und ich greife den Arm. In Wirklichkeit, Okuden ist das Versteckte, was dahinter steckt. In der Realität fasse ich nicht nur den Arm, sondern ich fasse ins Gelenk und drehe in dem Moment das Gelenk um, das im Grunde genommen das Handgelenk in der Bewegung, im Ki gebrochen wird. Das sieht man aber nicht. Aber der andere wird es merken. Das ist Omote und Okuden. Das sind die unterschiedlichen Muster. Und Omote lernt man, wenn man mit dem Karate beginnt, wenn man startet. Okuden lernt man durch seinen Coach, durch seinen Second Coach. Ich habe ja auch einen Coach. Und der hat wieder einen Coach. Das ist der ältere Herr dann. Und Okuden ist etwas, was man individuell und selber entwickelt. Das sind Interpretationen eines Selbst. Kata muss inhaltlich verstanden und gefestigt werden. Man muss die Anwendung umsetzen können. Jetzt haben wir hier mal, da bin ich ja jetzt so Einzelspieler, man kann das einmal einzeln machen oder halt in der Partnerform. Da sieht man, das ist einer meiner Schülerinnen, das ist eine Kata-Mannschaft. Übrigens hat die deutsche Kata-Mannschaft im Jahre 2014 gegen die japanische Mannschaft im Weltmeisterschaftskampf gewonnen. Das ist auch schon mal eine gute Sache, ne? Auf heimischem Boden in Bremen. Und die drei müssen das komplett synchron machen. Der eine darf nicht vorlaufen, der andere hinterher. Die müssen auf der gleichen Höhe sein. Wenn man da jetzt ein Lineal an den Gürtel langlegt, dann muss das genau passen. Das muss in der Waage sein. Die Füße müssen genau stehen, die Abstände müssen stimmen. Also die Gürtel müssen jetzt nicht genau gleich lang sein, aber der Rest sollte dann passen. Auch die Atmung, die Bewegung, die Dynamik, daran wird man dann dementsprechend gemessen. Und dann in einer Kata-Mannschaft führen die drei das einmal so vor, Synchronität in der Bewegung und danach kommt die Bunkai. Dann greifen die sich unterschiedlich an und dann kommt diese Partnerform zustande. Von der einfachen zur komplexen Routine, das nennen wir Taikyoku Gedan. Das ist die erste Kata, die man lernt, wenn man einen gelben Gürtel machen soll. Im Grunde beinhaltet diese Kata einen Stand und zwei Techniken. Das ist das Embusen, das ist das Schrittmuster. Man geht einmal zweimal rechts, zweimal links, dreimal da, einmal hin, einmal zurück und dann geht man wieder auf den Punkt zurück. Das ist das Embusen, das ist das Schrittmuster, die Bewegung im Raum. Und das sind die Techniken, die man dann macht. Man fängt hier an, läuft dann so durch und kommt dann irgendwann zum Ausgangspunkt zurück. Das ist Taikyoku für den Gelbgurt. Das ist Super Rinpai, das ist für den sechsten Dan. Hier sind 108 Techniken drin. Die Kata dauert, wenn man die durchläuft, man muss alles auswendig lernen natürlich, sonst geht das ja nicht, funktioniert ja nicht. Auch die besten Leute kommen da schon mal raus unterwegs, gibt es auch schon mal, wenn man mit Gedanken woanders ist, dann steht man auf einmal falsch rum, dann hat diese Sache erledigt. Ist mir auch schon passiert. Und man muss aber die Techniken, die man hier macht, auch alle verstehen. Und im Grunde jede Technik in dieser Sequenz hier muss ich in die Anwendung mit einem Partner umsetzen können. Das ist das Gleiche wie im Geschäftsleben. Ich muss auf Situationen dementsprechend schnell reagieren. Von Einfachen zum Komplexen. In einer Kata ist das stetige Üben der Techniken, das ist das ganz Entscheidende. Man muss die einzelnen Sequenzen, man muss die Kata auseinanderschneiden, wie bei einem Prozess, eine Analyse, die man macht, und muss dann dementsprechend die Sequenz untersuchen und auch die Sequenzen immer wieder üben, auch am Partner, auch die Distanzen. Ich will ja nicht einem auf die Nase hauen oder aufs Jochbein oder sowas. Es muss ja genau passen. Die Technik muss eingeschliffen werden, die muss perfektioniert werden. Perfekt wird keiner, aber es ist das Ziel, es ist der Weg, was man im Endeffekt beim Karate
in der Perfektion natürlich niemals erreicht. Aber das ist das stetige Üben, das ist der stetige Kreis. Vom Weißgurt zum Schwarzgurt und wieder zurück. Ja, Verbesserungskata, Coachingkata. Auf der einen Seite bin ich Trainer, ich habe meine Schüler. Auf der anderen Seite bin ich ja sportlich aktiv und gehe selber auf Turniere. Das ist einer meiner Schüler, hat gerade einen Gelbgurt gemacht. Fängt früh an, war auch der eine Herr von Siemens hatte gefragt, wann fängt man an und so, wann startet man durch. Also es gibt, Karate wird ja auch oft genutzt für Kinder, die ADS haben und so weiter, was auch gut ist für die Kombination, Motorik und so weiter. Es gibt auch Gruppen, die fangen an, die nennen das dann Bambini-Karate, da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Wir machen nicht Bambini-Karate, also wir sagen, wir müssen ein gewisses Alter mit den Kindern, Jugendlichen haben, um dann dementsprechend daran aufzubauen. Die Schüler trainiere ich und wir bereiten auch die Schüler, ich bereite meine Karate-Schüler dementsprechend vor, auch auf ihre Prüfungen. Ich gebe ihnen einen Weg vor. Im Japanischen nennt man das Mondo-Gespräch, ein Schüler-Lehrer-Gespräch. Wo soll sich der hinentwickeln, der Karateka? In welcher Abfolge sind welche Prüfungen möglich? Wann kann er den Schwarzgurt machen? Wann kommt der zweite, dritte, vierte und so weiter? Das ist die Entwicklung der Persönlichkeit. Das ist das Gleiche wie im Geschäftsleben mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen. Ja, das ist mal so ein Wurf dementsprechend zum Mentor. Das ist unser Fritz. Fritz ist 82 Jahre alt, hat 1954 mit dem Fahrrad eine einjährige Reise gemacht durch die Welt, wollte zu den Olympischen Spielen nach Australien, ist da nicht ganz angekommen, ist in Japan hängen geblieben, hat 10 Jahre lang in Japan Karate trainiert beim Stilrichtungsgründer und kam 1967 nach Deutschland, Europa zurück mit unserer Stilrichtung. Ist nach wie vor aktiv, gibt überall Seminare, ist Los Angeles, Dubai, wo er alle ist, dementsprechend regelmäßig trifft man sich auch, man tauscht sich auch aus. Und er ist jetzt so, dass er sagt, er hat ja schon ein gewisses Alter, 10. Dan, er nimmt jetzt ganz speziell die Leute, die den 5. Dan haben, 5. Dan heißt was, da komme ich gleich zu, die nimmt er separat raus und macht Sondertrainings, 3-mal im Jahr, weil er das Wissen, was er hat, will er, bevor er so ein bisschen mehr von der Bühne abtritt, er wird noch lange leben, ne? Aber er möchte das, was er an Wissen hat, weitergeben und die 5. Dane sind im Grunde genommen die selbstständigen Lehrer, deswegen pickt er sich die raus, da kommt auch kein 4. Dan dann mit dazu, da hat er seine gewisse Aura und will dann ganz kontrolliert dementsprechend schulen. Ja, so steht er ab und zu in der Halle, ne? Man sieht auch hier dieses Emblem, das ist im Grunde genommen ein Emblem unserer Stilrichtung, das heißt Yushin Kan, das heißt die Halle des tapferen Herzens, das heißt niemals aufgeben und immer stetig an sich arbeiten, das steckt hinter diesem Symbol. Vom Menti zum Mentor, mein Trainer ist der Schüler von Fritz, also ich bin die dritte Generation jetzt, kann man sagen. Und man hat einmal Q-Grade, Schüler-Grade, die lernen erstmal die Grundtechniken, die Prinzipien, die Abläufe. Was steckt dahinter? Was muss ich lernen, um mich zu entwickeln? Die Basics. Dann gibt es die Dan-Grade, die sogenannten Meistergrade. Und da ist es auch so, wenn einer zum Beispiel jetzt sagt, ja, jetzt habe ich Braungurt, jetzt mache ich meinen ersten Dan-Schwarzgurt, dann hören ganz viele auf einmal auf mit dem Karate. Warum? Dann denken die, ich bin fertig. Das stimmt aber gar nicht, dann geht es erst richtig los. Weil der erste Dan im Japan ist der erste Grad. Und so wie es hier steht, der zweite Dan ist im Grunde genommen der Wegsuchende. Da fängt man an. Man versteht die Kata zu verstehen. Man weiß allmählich, was steckt hinter den Techniken. Was muss ich tun? Was kann ich damit machen? Wie ist der Stand? Die Kombination? Karate hat ja auch viel mit Physik und mit Mechanik zu tun. Mit Hebelbewegung, Hebelarme und Geschwindigkeit. Der dritte Dan ist der anerkannte Wegschüler. Da sagt, hat mein Trainer dann mal irgendwann gesagt, jetzt hat der Thorsten den dritten Dan, jetzt bleibt er auch beim Karate dabei, der anerkannte Wegschüler. Jetzt nimmt der Trainer den Schüler und bindet den weiter mit ein. Der vierte Dan, dann ist die technische Ausbildung beendet. Dann hat man eigentlich alles soweit verinnerlicht an der Technik. Und der fünfte Dan ist der selbstständige Lehrer. Der Karateka, der Trainer, der dann seine Schüler hat, hat seine eigene Art, dann auch das Karate weiterzuvermitteln, im japanischen Sinne. Man muss auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt in Deutschland Karate-Trainer, die haben den ersten Dan oder den letzten Braungurt, zweiten Dan. Ich selbst habe als Trainer mit dem ersten Dan angefangen, aber in Japan fängt man mit sehr viel höheren Dan-Graden erst an, Leute zu trainieren.
Das sind dann die sogenannten Senpai, das sind die erfahrenen Schüler. Und dann geht es vom 6. bis zum 10. da noch weiter. Das sind dann mehr oder weniger jetzt im technischen Sinne die Yokuren, die Erfahrenen. Da gibt es Ehrengrade, Renshi, Kyoshi, Hanshi. Das sind japanische Ehrentitel. Und der Fritz, der hat den höchsten japanischen Ehrentitel, Hanshi. Aber das ist im Grunde genommen der Weg. Und im Grunde genommen fängt es beim ersten Dan auch richtig an. Eine Kata besteht aus Techniken, Schritten, Abläufen und Bewegungen, Sequenzen. Und wenn man jetzt eine Kata läuft, dann muss man sich auch genau überlegen, Coach, Schüler, Trainer, wie kann ich eine Kata verbessern? Was ist in der Kata? Genauso, als wenn ich jetzt in einen Managementprozess stecke und in einer Kata stecke. Wo sind die Fehler? Stehe ich richtig, stehe ich falsch, stehe ich hoch, stehe ich tief? Wie ist mein Körperschwerpunkt? Wie ist die Dynamik? Wie ist die Geschwindigkeit? Wie ist das Vorgehen? Wie ist mein Rückgang dementsprechend? Ist die Technik am Partner richtig? Was produziert Verschwendung? Wenn ich einen Faustschlag mache und der kommt von hier unten, das ist Verschwendung, der muss von oben kommen. Gerade Bewegung und nicht den alten Pythagoras herauskitzeln und dann Energie verschwenden. Was kann optimiert werden und welche Maßnahmen sind dafür erforderlich? Das ist ja nachher das Wichtige. Was leite ich daraus ab? Störgrößen in einer Kata, der Wechsel in den Ständen, Bewegungen, Standsicherheit, Distanzen, unterschiedliche Bewegungen, lange Techniken, kurze Techniken. Man kann einen ganz langen Schritt machen, aber in Wirklichkeit oben, die Technik, die ich ausführen will, die ist eigentlich ganz kurz. Aber trotzdem muss die lange Bewegung und die kurze Bewegung des Arms muss gleichzeitig enden und das muss man dann miteinander verbinden. Dann kommt die Atmung dazu. Ein Karateka atmet nicht aus der Brust heraus, der atmet aus dem Bauch heraus, aus dem Bereich des Hara, damit der Körperschwerpunkt tief sitzt. Auf der anderen Seite ist die Bauchatmung auch wichtig, um den Körper schnellstmöglichst anzuspannen. Es kann ja sein, dass ich einen Schlag mache, aber gleichzeitig einen Schlag einstecken muss. Also ich muss meinen Körper vorbereiten, dass ich auch gewappnet bin. Dann gibt es natürlich gewisse Regelwerke, wie es in jedem Sport gibt. Also wenn einer zum Beispiel jetzt im sportlichen Freikampf K.O. geschlagen wird, ist der andere natürlich disqualifiziert oder wenn die Nase blutet und so weiter. Ne? Das sind ganz normale Regelwerke, wo ganz klar gesagt wird, bis hierhin und nicht weiter. Das ist auch ganz gut so. Dann ist natürlich die Ausdauer ein Punkt. Es kann sein, dass man auf einem Turnier sehr viele Katas schnell nacheinander laufen muss und dann kommt man schon mal ins Schwitzen und auch aus der Atmung raus. Das kann dann auch sehr, sehr anstrengend werden dementsprechend. Und in dem Kata-Team mit den drei Damen, die wir gerade gesehen haben, die Synchronisation und der Abgleich, das Zusammenspiel, das gleichzeitige Miteinander. Jetzt kommen wir mal in gleicher Art auf den Fertigungsprozess. Auch da gibt es Störgrößen, Zeichnungen, Arbeitspläne, Mitarbeiter, Kompetenzen, Disziplinen, BDE, Prozesse, Messen, Werker Selbstkontrolle, Messwerkzeuge, Maschinen, Instandsetzung, Werkzeuge, Terminierung. Produktionsplanungssysteme, im Grunde ist das ähnlich. Auch eine Kata unterliegt dem PDCA-Zyklus. Wenn ich mit meinen Leuten trainiere, dann nehme ich die ja beiseite und dann üben wir auch Sequenzen. Und dann üben wir die Sequenzen so lange ein, bis das wieder einem gewissen Stand entspricht, wo wir an einem Tag X hinkommen wollen. Und wenn wir etwas verbessern wollen, dann sagen wir nicht, wenn jetzt ja der Karate-Schüler läuft, du musst das bessern, das ändern und das ändern. Und am besten alles gleichzeitig. Und mach das in der nächsten Sequenz, wenn du das nochmal übst, mach das alles auf einmal gleich wieder richtig. Das funktioniert nicht. Dann nimmt man sich eine Sache raus, die man optimieren will. Ist es der Stand, ist es die Technik, ist es der Faustschlag, ist es die Fingerhaltung, ist es der Blick, Körperchoreografie und so weiter. Und dann konzentriert man sich auf die eine Sache. Und wenn das läuft, dann nimmt man die nächste Sache wieder mit rein in der Kata. Und so entwickelt man seinen Karate-Schüler auf die nächste Stufe. Oder zur nächsten Stufe. In beiden Welten gibt es von der Sache her ähnliche Prinzipien. Das ist immer das Learning by Doing, das Machen, das Handeln. Wenn ich auf der einen Seite stehe ich ja in der Halle, stehe vorne und gebe Training und ich bin ab und zu und auch sehr oft mal ganz froh, wenn ich dann selber in der Reihe stehe und wenn mein Trainer mich trainiert, weil dann kann ich ja wieder was aufnehmen, was mitnehmen. Man lernt niemals aus. Es ist ein stetiger Prozess. Die Erfahrung und die Erkenntnisse, dass man die dann positiv in die Praxis umsetzt, das ist das grundlegende Prinzip des Karate. Karate ist von der Sache her eine Wegschule. Man geht einen stetigen Weg. Im Grunde genommen sagt man auch, es ist ein Lebensweg. Man kann Karate auch, das hat man ja an dem Fritz gesehen, bis ins sehr hohe Alter dementsprechend betreiben.
Mit entsprechenden Abstrichen natürlich. Und einer zum Beispiel später eine Prüfung macht, einer will einen dritten Dan machen und hat auch die Befähigung dazu, dass dann der Fuß nicht mehr bis zum Kopf kommt. Das ist halt allen klar. Aber das andere, das Gesamtbild, das muss stimmen. Dann die breite Ausbildung. Das muss in der Anfangsphase schon anfangen. Wenn man Kinder trainiert im Karate, dann müssen die vom Einfachen zum Komplexen und vom Komplexen wieder zurück zum Einfachen. Ich selbst habe Karate, ich habe vorher Handball gespielt, ich habe mit 18 Jahren Karate angefangen, eigentlich zu spät. Meine Mutter hat immer gesagt, das ist ein gefährlicher Sport, da darfst du nicht mit anfangen. Da war ich 18, da war ich volljährig, habe gedacht, jetzt kann ich machen, was ich will, jetzt fange ich damit mal wieder an. Aber wenn man das macht und anfängt, man kann es auch später anfangen, aber man braucht eine breite, fundamentierte Ausbildung über mehrere Jahre, um das auch später richtig anwenden zu können. Später ist es nur noch Reaktion und nicht mehr Nachdenken. Also wenn einer angegriffen wird, ein Karateker angegriffen wird, dann ist es hier im Blickwinkel rechts oder links, dann muss man reagieren. Zum Nachdenken hat man dann keine Zeit mehr. Das muss im Blut drin stecken. Dann Embusen versus Prozesse, Abläufe im Management. Und ganz entscheidend sind diese drei Punkte. Die Leistungsfähigkeit muss da sein, sowohl in der Kampfkunst als auch im Management. Die Bereitschaft muss da sein. Und auch das Vermögen. Das sind ja die grundlegenden Dinge, um auch Sachen zu entwickeln. Ich habe mal dieses Modell aufgemalt, überlegt, wie kann man das mal darstellen grafisch. Wir haben hier unten Kampfkunst und da haben wir das Management. Jetzt habe ich hier auf beiden Seiten so eine Zeitachse gemacht, die Zeitachse T des Übenden, auch im Management und in der Kampfkunst. In der Mitte habe ich die Kata gesetzt. Und habe das auch hier mit der Kata verbunden, wegen der Thematik Analogie. Karate besteht aus Grundtechniken, Partnerform, Selbstverteidigung, Kumite und alles kommt aus der Kata. Und je mehr ich hier lerne, desto besser prägt sich das in allen anderen Facetten aus, desto besser werden auch die anderen Dinge. Und je mehr Druck und Bewegung im Kern ist, desto mehr weitet sich der Kreis aus und desto mehr geht man hier durch diesen Kreis durch und man lernt an Erfahrung. Jetzt habe ich die Kata mal hier reingesetzt, auch in die Mitte. Prozesse, Verbesserung. Und hier oben ist dieses PDCA, was wir ja kennen. Und sowohl hier als auch hier. Und dann über die Zeitachse. Je mehr ich stetig optimiere und verbessere über die Zeitachse, desto besser werde ich auch in meinen Geschäftsprozessen, in meinen Abläufen. Ich hatte ja vorhin einmal Ki, Chi, Kata und Ki, Kata, Bunkai. Ki ist die Kraft des Geistes wecken und stetig üben. Das andere ist die bewegende Kraft der Energiequelle, der Energiefluss. Das ist diese Übersetzung. Jetzt nehmen wir die Kata, das sind die festgelegten Bewegungsmuster im Raum und die Bunkai ist die Anwendung der Kata in der Praxis. Das habe ich mir überlegt, das packen wir alles mal zusammen. Machen wir mal mathematische Addition. Ki, Kata, Bunkai. Kata ist der Ablauf. Das muss man kombinieren mit der Geschwindigkeit, mit der Dynamik. Der Ablauf, die Kata, der Prozess muss fließend sein. Und dann muss ich natürlich das, was ich da eigentlich mache, das muss ich ja auch noch verstehen. Und wenn ich das alles zusammen habe, dann habe ich Ki, Kata, Bunkai. Das ist die praxisorientierte Routine im fließenden Prozess. Und das ist im Grunde genommen im Karate auch das Optimum, es zu verstehen, es zu können, nicht in der Perfektion, weil das stetige Üben, aber im Fluss, in der Dynamik, in der Bewegung. Und Bunkai ist das Ganze auch noch mit dem Partner dementsprechend umzusetzen, ohne ihn zu verletzen. Das ist so ein bisschen die Kunst dahinter. Und dahinter ist auch nochmal in dem Gesamtheitlichen, in der Bunkai, dahinter steckt Omote und Okuden. Techniken, die man sieht und Techniken, die man eigentlich nicht sieht. Und wenn man gewisse Regeln hier befolgt aus der Kampfkunst in der Art und die umsetzt, und das ist meine Erfahrung im täglichen Geschäftsleben, hat das schon einen sehr guten Ausblick und hat auch eine gewisse Entwicklung, die man dann selber im Geschäftsleben mitnehmen kann. Das wollte ich Ihnen einmal so ein bisschen darstellen. Und die mathematische Addition dieser Elemente und dann zur Kata, aber auch wieder zurück zum Ursprung. Dankeschön.